So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Minion Masters, der mehr oder weniger ersten, die ich in diesem Jahr aufnehme. Also das ist keine Episode mehr, die ich vor Wochen irgendwie mal aufgenommen habe, um für die Weihnachtszeit vorzusorgen. Nein, das ist jetzt eine neue Episode. Warum ich gerade gesagt habe, mehr oder weniger die erste Episode. Ich habe eigentlich schon mal eine aufgenommen, aber da hat der Ton dann wieder nicht richtig funktioniert. Das ist leider immer so, wenn man mal eine Weile nicht aufnimmt und dann die Geräte wieder neu anschließt und so weiter. Und dann, naja, ich will euch jetzt nicht mit Details langweilen, aber das ist jedes Mal frustrierend, wenn so eine ganze Episode verloren geht. Naja, egal, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Jedenfalls. Ich habe in der letzten Saison nicht mehr sehr viel weitergespielt, deswegen mussten wir in dieser Saison sehr weit unten starten. Ich habe jetzt diese eine Stunde gespielt, die ich gebraucht habe, um die letzte Episode aufzunehmen, die ich dann jetzt gelöscht habe, weil, wie gesagt, der Ton nicht richtig funktioniert hat. Und bin deswegen ein kleines bisschen schon aufgestiegen sogar. Aber ihr seht, wir sind immer noch nicht wahnsinnig hoch. Aber wir waren hier auf Silber 1 ursprünglich, also so tief sind wir gesunken. Und hier waren wir, glaube ich, ursprünglich auf Gold 5. In dieser einen Stunde habe ich also ein paar Unterränge zumindest gut gemacht. Ansonsten ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert in der Zwischenzeit seit der letzten Episode, die ich aufgenommen habe, die ich irgendwann, wann habe ich die aufgenommen? Irgendwann Mitte Dezember. Also die letzte Episode, die es tatsächlich ins Internet geschafft hat. Das Deck ist noch immer dasselbe. Und ach so, ja, ich meine, gut, die Tatsache, dass überhaupt eine neue Saison gestartet ist, die hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen, bevor ich erklärt habe, warum wir so weit unten stehen. Aber ich meine, irgendwie, naja. Bevor ich jetzt noch wirrer rede, würde ich sagen, wir machen einfach mal die Expedition weiter, die ich in der gelöschten Episode gestartet hatte. Was ihr natürlich nicht mitbekommen habt. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Einzelkampf. Also, wie gesagt, eine neue Saison hat angefangen. Ich nehme an, dass sie am 1. Januar angefangen hat. Ich weiß es nicht genau, weil ich habe über Weihnachten überhaupt nicht gespielt, Minion Masters. Ich hätte sowieso nicht aufnehmen können, hatte auch keine Zeit zu spielen. Insofern, ja, also bis auf diese eine Episode, die ich gestern aufnehmen wollte, was dann eben, wie gesagt, nicht funktioniert hat, habe ich seit 2 Wochen nicht mehr gespielt. Diese neue Saison, sie hat erst kürzlich angefangen, aber sie ist auch schon bald wieder vorbei, soweit ich das beurteilen kann. Also diesmal gibt es eine Anzeige tatsächlich, die einem sagt, wie lange die Saison noch geht. Und diese Anzeige behauptet, sie ginge noch 13 Tage. Ah, das ist Mist. Den Typen sollten wir irgendwie losbekommen. Ja, ich habe jetzt nicht ganz das Passende dafür. So geht's vielleicht besser. Ja, das ist okay. Leider tötet der jetzt, na, der hat einen von meinen Armbrustschützen getötet, aber nicht den anderen. Naja, das hat ein bisschen Schaden angerichtet, aber nicht wahnsinnig viel. Wir haben tatsächlich auf der anderen Seite mehr Schaden angerichtet als er hier. Da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, dass wir. Ja. Ja, nee, ich wollte den Scharfschützen schützen, das hat leider nicht geklappt. Okay, machen wir es mal so. Na, also der macht ja schon Druck, der Gegner. Das ist kein ganz einfacher Kampf. Na komm, jetzt habe ich wieder die Karte nicht richtig erwischt. Ah, ich weiß nicht, warum das immer wieder passiert. Ah, das ist scheiße. Ja, doch, haben wir hingekriegt. Haben wir auch hingekriegt. Aber wir sind, glaube ich, ja, wir haben einen deutlichen Rückstand bei den Erfahrungspunkten. Das ist natürlich gar nicht gut. Den Betäubungsalarm da drüben sollten wir relativ schnell wegbekommen. Ich habe den Scharfschützen ein bisschen zu weit nach hinten gespielt. Deswegen hat er zu lange gebraucht. Das ist schade. Ein unnötiger Verlust. Übrigens, meine Bilanz in der letzten Episode, also in der Episode, die ich jetzt gelöscht habe, war ganz okay. Ich glaube, ich hatte eine Niederlage im Einzel und eine Niederlage im Mannschaftskampf. Ansonsten hatte ich alles gewonnen.
Das heißt, ich hatte 3 Siege im Einzel und ich glaube 5 Siege oder so im Mannschaftskampf und dann noch irgendwie 2 Bosskämpfe in der Expedition hier. Ja, das klappt alles nicht so richtig gut hier. Der Kampf hier, der könnte tatsächlich verloren gehen. Also er ist noch nicht verloren. Wir haben hier noch eine Chance, aber wenn das jetzt hier bald... Ja, der hat halt echt einen... Ah, der hat es auch noch geschafft, die zu töten. So ein Mist. Aber die Brücken müssten eigentlich... Ne, die Brücken gehören immer noch ihm. Verdammt nochmal. Das darf ja nicht wahr sein. Und den hier kann ich nicht mal... Ich kann nicht mal wirklich... Also, ja. Ich meine, ich konnte jetzt den Scharfschützen spielen, aber bis der mal gespielt war... Ich muss den aufhalten, diesen Typen. Ich kann es nicht riskieren, dass der hier... Oh nein, er hat es nochmal zugeschlagen. Ich habe die zu weit nach hinten gespielt. So ein Mist, so ein Verfluchter. Der hat jetzt, glaube ich, irgendwas Unsichtbares gespielt, oder nicht? Hat er das? Hat er was Unsichtbares gespielt? Ja, er hat was Unsichtbares gespielt. Wieso bewegt er sich nicht? Nein, 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 nein. Und ich habe wieder die verdammte Karte nicht erwischt. Und wir haben tatsächlich... verloren. Ja, die letzte Episode, die gelöschte Episode, haben wir natürlich mit 3 Siegen gestartet. Und die ich jetzt nochmal neu aufnehmen muss, die starten wir... Oh, super, super. Mit einer Niederlage und dem Abstieg auf Silber 1. Ganz toll. Ganz toll, dass bei der einen Episode der Ton nicht funktioniert hat. Das ist großartig. Ich schau mal nach, ob er bei dieser funktioniert. Ja, bei dieser funktioniert er wirklich großartig. Also die Episode hier, die bleibt. Die geht online. Klasse. Na gut. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Offensichtlich. Leider. Und dann tun wir das eben. Wir sind auf Silber 1 abgestiegen. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt das nicht zu laut gehört, als ich hier mit der Faust auf den Tisch gehauen habe vorhin. Aber ich weiß nicht, warum es immer wieder so schwierig ist, hier die Karten anzuklicken. Warum das Spiel manchmal einfach nicht reagiert. Ich sollte die Tasten benutzen. Ich sollte wirklich hier Q, W, B und R benutzen, um Karten anzuwählen. Das würde wahrscheinlich vieles leichter machen. Ja, das ist scheiße. Das ist auch. Das habe ich schon wieder nicht geschafft hier. Einfach nur dieses Ding anzuwiesen. Ich glaube, ich hätte die letzte Runde wahrscheinlich sowieso verloren, auch wenn es geklappt hätte, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, es ist frustrierend und es ist nicht zu erklären, warum manchmal das Spiel einfach nicht reagiert, wenn man mit dem Maus auf eine Karte klickt. Naja. Ich meine, es ist zu erklären. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit Lag zu tun oder so, aber... Das macht es nicht weniger frustrierend. Ja, es hat ganz gut geklappt soweit. Wenn mein Inkubus lang genug überlebt, dann macht mir das ja auch keine großen Sorgen, weil der richtet viel Schaden an bei diesem Typen hier. Ja, der wird wohl kaum durchkommen, dieser Typ. Ja, ja, der ist jetzt gleich tot. Und dann hat sich diese Sache. Leider ist mein Scharfschütze gestorben, aber das, ja, mein Gott, damit muss man leben. Der Inkubus wird jetzt, glaube ich, dieses Ding hier... Ja, okay, der Inkubus kam gar nicht dazu, aber jetzt kommt er dazu. Hier Schaden am Turm anzurichten dafür, das ist noch besser. Ja, wir richten ein bisschen Schaden an. Das ist okay. Da hätte ich vielleicht lieber schauen sollen, dass ich den Scharfschützen rette. Ja, doch, das haben wir sowieso geschafft. Ja, da kann ich jetzt gerade nicht sehr viel dagegen tun, oder doch? Doch, ich kann. Der Scharfschütze ist immer noch am Leben. Mhm, und richtet auch Schaden an weiterhin. Und dann sollte das hier eigentlich ganz gut klappen. Ja, also diese zweite Runde, die wird höchstwahrscheinlich nicht mit einer Niederlage enden.
Ah, mach dich wieder unsichtbar, mach dich wieder unsichtbar. Ah, gerade noch rechtzeitig. Ja, das dürfte dann auch schon reichen. Ja, ja. Ah, schade, dass der Inkubus jetzt diesen Typen nochmal angreift, aber der Scharfschütze. Ah, okay. Hat sich erledigt. Na gut, also wir steigen wenigstens wieder auf Gold auf, mein Gott. Es ist immer schon frustrierend, wenn man eine Episode einfach wegwerfen muss, wenn man sich eine Stunde lang den Mund fusselig redet und dann feststellt, dass die Aufnahme nicht ordentlich funktioniert hat. Aber wenn dann auch noch die ganzen schönen Siege weg sind und man mit Niederlagen anfängt in der neuen Aufnahme, das ist immer extra frustrierend. Aber wir haben jetzt noch die Gelegenheit, das zu ändern. Ich meine, das erste Spiel ist verloren, da können wir nichts mehr machen, aber die restlichen Spiele, die können wir ändern. Oder einfach gewinnen. Also blicken wir nach vorn. Ich muss dazu sagen, ich hatte in der letzten Episode auch eine richtig, richtig, richtig dämliche Niederlage. Ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass die verloren ging, weil es, ja, daraus hätten viele Zuschauer, also das heißt viele Zuschauer, die paar, die mir eben zuschauen, lernen können, wie man es auf keinen Fall machen sollte. Also da habe ich wirklich, ich hatte meinen Gegner schon auf 70 Lebenspunkte runter und habe dann total nachlässig gespielt und irgendwie habe ich es geschafft, dass er mich noch geschlagen hat. Also das war eine sehr, sehr frustrierende Niederlage, aber der Rest der verlorenen Episode war tatsächlich ganz vernünftig. Bis auf eine Niederlage im Mannschaftskampf, aber mein Gott, das kommt manchmal vor, wenn man es mal mit zwei wirklich guten Gegnern zu tun hat. Im Mannschaftskampf regen mich Niederlagen nicht so sehr auf, weil da weiß ich oft nicht so richtig, ob es wirklich an mir liegt. Oder ob mein Gegner, okay, jetzt Lebensraub zu spielen war vielleicht ein bisschen dämlich. Ich meine, ich hatte noch überhaupt kein Leben verbraucht, aber jetzt habe ich Leben verbraucht. Ja, ich muss irgendwie diese, ja, das war es nicht klug, den hier zu spielen. Da kann jetzt mein Gegner bestimmt auch ganz gut drauf reagieren. Das war allerdings keine gute Reaktion auf den Inkubus. Ja, das schon eher. Ja, aber ich wollte eben die Brücke einnehmen. Und ich denke auch, dass das im Grunde ganz gut war, was ich da gemacht habe. Ach, verdammt nochmal. Verdammt, verdammt, verdammt. Die macht ja nicht so lange, ich hier das Buch aktiviert habe. Das habe ich vergessen. Jetzt habe ich mir hier ganz unnötig Schaden eingefangen. Das war dämlich. Das war wirklich sehr, sehr dämlich. Ja, ich spiele gerade eben schon wieder nicht optimal. Ja, und im Einzel kann man das eben niemandem ankreiden. Außer sich selbst. Wenn man Mist macht. Das ist immer schade. Bitte nicht den Typen töten. Bitte nicht den Scharfschützen töten. Bitte nicht den Scharfschützen töten. Naja, okay, der Scharfschütze lebt. Das ist das Positive, aber wir haben beide Brücken verloren, das ist das Negative. Diese Typen werden nicht drauf gehen, wenn der Scharfschütze auf sie schießt. Weil, ja. Weil sie eben den Schutzschild haben. Gott weiß, woher sie den haben. Ah, Mist. Okay, der wird aber nicht lange durchhalten. Mein Scharfschütze muss nur einmal schießen. Nein, hat er nicht mehr gemacht, aber ist auch okay. Sollen wir es mal so machen vielleicht? Mal die Squirtillerie rausholen, die habe ich noch gar nicht benutzt. Gut, der hat immerhin mal die Drohnen erledigt. Naja, allerdings wird jetzt der Scharfschütze sterben, da konnten wir jetzt nichts mehr dagegen tun. Ah, schon wieder reagiert das Spiel einfach nicht. Habt ihr das gerade eben gesehen? Ich habe auf das Buch gedrückt, dann hier auf den Bildschirm, also auf das Feld gedrückt und es hat einfach nichts gemacht. Da sollte es eigentlich was machen, da sollte es nämlich diese Optionen hier öffnen. Ich weiß sowieso nicht, warum ich auf das Buch drücken muss und dann nochmal auf den Bildschirm, damit sich die Optionen öffnen. Ich weiß, da gibt es bestimmt eine einfache Methode, aber... nein, nein, nein. Ah, okay. Ja, das war schon wieder ein bisschen unnötig, da habe ich zu viel auf einmal gespielt, aber was soll's. Kommt schon, tötet den... Ja, okay, den haben sie getötet. Noch ein kleines bisschen Schaden angerichtet da hinten. Nicht sehr viel Schaden allerdings. Ah, scheiße. Das hat alles auf einmal getötet. Ja, und jetzt habe ich kaum noch Fernkampfeinheiten, die hier... Ja, doch. Ich habe wieder welche.
Aber das war ganz, ganz blöd. Oh. Gut, der wird nicht sehr weit kommen. Ich hätte ihn fast noch ein bisschen später spielen können, damit der hier in Reichweite meiner Morelia kommt. Das dürfte eigentlich so schon funktionieren, ja. Ja, ja. Ja gut, die Drohnen haben zumindest schon mal die Schutzschilde hier weggemacht. Das ist sehr gut. Ja, verstärken wir uns noch ein bisschen durch die Flottillerie. Rechnen da noch ein bisschen zusätzlichen Schaden an. Das ist okay soweit. Da brauchen wir jetzt zusätzliche Fernkämpfer, um das wegzubekommen. Ja gut, so viele hätten wir gar nicht gebraucht, aber ist auch okay. Ah, der Scharfschütze da oben lebt immer noch. Das ist gut. Das kann den Sieg bedeuten. Ich meine, wir sind sowieso schon deutlich vorne inzwischen. Sogar bei den Erfahrungspunkten. Bei den Lebenspunkten sowieso. Ich denke, wir könnten es jetzt mal riskieren, hier den Drachen zu spielen. Noch ein bisschen zusätzlichen Druck zu machen. Der Scharfschütze da oben steht auch noch. Und ich denke, dann kommt unser Gegner hier ziemlich schnell in Not. Spielen wir noch den Inkubus dazu. Und das dürfte dann eigentlich ausreichen. Oh, der Scharfschütze lebt nicht mehr. Okay. Aber der Inkubus ist durchgekommen. Und dann braucht der Drache eigentlich schon gar nicht mehr durchzukommen. Um das hier zu erledigen. Der Inkubus noch ein Schlag und ja. Okay. Gut, also jetzt immerhin schon mal zwei Siege nach dieser ersten schmerzlichen Niederlage. Ja. Ah, wir werden wieder aus der Expedition rausgeworfen, um uns eine Belohnung abzuholen. Ich weiß nicht, warum das Spiel das immer wieder macht, dass man dann erst wieder in die Expedition reingehen muss. Das finde ich immer noch blöd. Aber um das nochmal zu zeigen, also hier bekommen wir jetzt die Anzeige, neue Saison in 13 Tagen. Also das ist schön, dass sie jetzt endlich mal so eine Anzeige hier wirklich ins Spiel eingebaut haben und man da nicht erstmal kompliziert nachforschen muss. Ich wusste nämlich bislang nicht, also ich wusste nicht im Voraus, dass überhaupt eine neue Saison startet Anfang Januar. Das war ja in der Vergangenheit nicht mehr so, dass Saisons zum Monatsanfang starten. Das war früher mal so. Und ich meine auch die nächste Saison startet nicht zum Monatsanfang, sondern irgendwann in der Mitte des Monats. Zum 16. oder so wahrscheinlich. Ja, also keine Ahnung, was das System dahinter ist, aber zumindest wissen wir jetzt Bescheid. Das ist ja schon mal schön. Gut, gehen wir also zurück in die Expedition. Zwei Siege, eine Niederlage. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwie mal eine Siegesserie hinkriegen. Da brauchen wir aber noch zwei Siege, weil ich dann wirklich sicher gehen will, dass wir nicht mehr auf Silber absteigen. Also, das ist ja wirklich, wirklich erbärmlich. Obwohl es natürlich noch früh in der Saison ist und so weiter, also ihr wisst, was ich damit sagen will. Am Anfang der Saison sind immer stärkere Spieler recht weit unten auch, aber nicht so weit unten. Nicht auf Silber. Auch nicht auf Gold 5 wahrscheinlich. Ja, wobei, ja. Ja, nee, ich glaube nicht. Also starke Spieler, die sollten dann schon wenigstens auf den hohen Goldrängen gestartet sein. Vielleicht sogar irgendwie auf niedrigen Platinrängen. Also, oh, was mache ich denn eigentlich? Wieso habe ich jetzt nicht nach vorn gespielt? Keine Ahnung, was ich hier gerade eben getan habe. Ich spiele unkonzentriert, aber mein Gegner spielt überhaupt nicht. Also insofern spiele ich besser als er. Ist das ein Bot? Letter? Der macht überhaupt nichts. Der macht gar nichts. Der ist offensichtlich EFK oder so. Ja gut, dann ist das wohl ein geschenkter Sieg. Das ist auch immer ein bisschen schade fast. Wenn es einem so leicht gemacht wird, aber na gut. Also Bot oder nicht, er spielt auf jeden Fall nicht. Naja. Bringen wir das einfach möglichst schnell zu Ende.
Meinetwegen. Ja, das war jetzt kein triumphaler Sieg. Aber gut, wir streichen die Punkte ein. Das rechne ich jetzt allerdings nicht mit. In meiner privaten Zählung der Siege. Also, ich rechne jetzt weiterhin mit 2 Siegen und einer Niederlage in dieser Episode hier. Auch wenn unser Punktestand etwas besser ist. Gut. Also steigen wir zumindest nicht so bald wieder auf Silber ab. Das ist ja auch was Schönes. Und wir können sogar eine Siegesserie bekommen, auch wenn wir sie jetzt eigentlich noch nicht verdient haben. Na? Ja, ich meine, ich nehme diese Episode jetzt hier auch früh am Morgen auf. Das ist so früh ist es auch wieder nicht. Es ist, glaube ich, 9 Uhr oder so. Aber es ist ein Wochentag, es ist Freitag. Die gestrige habe ich zu einer besseren Zeit aufgenommen, aber wie gesagt, die ging halt dann verloren. Oder sie ging nicht verloren, aber ja, ich meine, mein Kommentar wurde auch aufgenommen. Es war nur der Spielton, der nicht funktioniert hat. Die Aufnahme hat nicht funktioniert, weil ich die Kopfhörer beim Wiedereinstecken woanders eingesteckt hatte. In eine andere Buchse, als ich das normalerweise tue. Und dann hat das Aufnahmeprogramm einfach den Ton nicht aufgenommen. Eigentlich wollte ich euch ja verschonen mit Einzelheiten, aber jetzt habe ich sie halt doch erzählt. Ja. Was wollte ich jetzt damit eigentlich gerade nicht sagen? Ja, also im Prinzip könnte ich die Episode auch rausstellen. Einfach ohne den Spielton, nur in meinen Kommentaren. Und der Videoaufnahme natürlich. Aber irgendwie ist es schon ein bisschen blöd. Ich hatte sowieso schon bei einer der letzten Episoden, dass der Ton ein bisschen zu leise war vom Spiel. Und das finde ich immer, na, ein bisschen Spielton zu haben ist schon ganz gut. Also damit war ich nicht zufrieden. Und damit bin ich auch jetzt nicht zufrieden, eine Episode ohne Spielton rauszustellen. Ja, das ist blöd. Das ist ganz, ganz blöd. Töte einfach mal diesen Panzer. Das, oh mein Gott. Leben wir auch noch. Ja, okay. Ah, so Mist. Ja, okay. Das, ja, dieser Kampf läuft bislang nicht besonders gut. Also es ist gut möglich, dass wir diese sowieso unverdiente Siegeserie überhaupt nicht bekommen. Ja, wir konnten das jetzt nochmal lösen einigermaßen, aber ich meine, wir sind jetzt auch schon deutlich hinten dran, was die Erfahrungspunkte angeht. Und wenn wir da jetzt kein geeignetes Mittel finden, um diesen Kampf hier zu drehen, dann werden wir hier nicht mehr sehr weit kommen. Ja, unser Gegner findet auf der anderen Seite Mittel, um hier... Ah, Mist, und auch noch ein Kettenblitz. Oh mein Gott. Na gut, wir haben das jetzt noch einigermaßen schnell erledigt, aber nicht schnell genug. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Schaden genommen. Unser Gegner hat sehr, sehr viel weniger Schaden genommen bislang. Und er findet auch hier wieder die richtige Methode, um mich ins Schwitzen zu bringen. Wobei, so richtig ins Schwitzen komme ich jetzt da auch wieder nicht. Aber jetzt komme ich ins Schwitzen. Ah. Ja, ich habe halt immer noch nicht das zweite Tier hier erreicht, also den zweiten Perk erreicht. Das würde halt wirklich mal höchste Zeit werden. Wenn er mich jetzt wenigstens die Brücken einnehmen lässt, dann könnte ich das mal, ja, okay, das haben wir geschafft. Ja, aber den Verteidigungshexer, der fehlt mir jetzt eben da drüben. Ja, das, ja, die richten schon wieder Schaden an hier. Oh je. Und wieder ein Kettenblitz. Na, schauen wir, dass wir die Brücken wieder bekommen. Wir dürfen nicht noch weiter zurückfallen bei den Erfahrungspunkten, aber das sieht wirklich ganz, ganz schlecht aus. Ja, also die letzte Episode war besser. Vielleicht wechseln wir danach mal zum, ja, auch hier wieder zur richtigen Zeit, die richtige Antwort. Dieser Mann scheint auch wirklich immer, oder diese Frau, scheint auch wirklich immer das Richtige auf der Hand zu haben. Er hat einfach entweder ein gutes Deck oder einfach Glück. Vermutlich ein gutes Deck. Und jetzt wird es wirklich eng. Ganz, ganz eng. Für uns. Wir müssen es dann öfter mal den Lebensraub einsetzen, sonst sind wir hier sehr, sehr, sehr schnell tot. Vermutlich. Wenn jetzt der Inkubus da hinten ein bisschen Schaden anrichtet, dann könnten wir da nochmal
zumindest ein bisschen aufholen. Weil unser Gegner scheint jetzt auf seine Verteidigung nicht mehr so sehr zu achten, wie es aussieht. Oh nein, und wieder gerade in der Sekunde, in der ich hier die Drohnen gespielt hatte. Tatsächlich, er achtet kaum noch auf seine Verteidigung. Hat es da sehr, sehr viel Schaden genommen. Jetzt achtet er wieder auf seine Verteidigung. Hat wohl mitgekriegt, dass er damit sich unnötig in Gefahr bringt, wenn er jetzt einfach nur noch auf den Angriff schaut und überhaupt nicht mehr hier verteidigen lässt. Ja, er ist jetzt da unnötigerweise auf 1165 Punkte gesunken. Ja, wir müssen das jetzt schnell erledigen, dieses Ding hier, sonst sind wir tot. Wir haben es schnell erledigt, aber wir sind jetzt trotzdem auf 400 Punkte runter. Und der hier wird leider nicht mehr sehr lang durchhalten. Ja, das wird vermutlich verloren gehen, diese Runde hier. Und ja, da sind wir jetzt noch weiter runter. Und da kommt jetzt noch ein Feuerball. Wir brauchen irgendwie Lebensraub. Ich hoffe, wir nehmen da ein paar Punkte mit. Ja, wir haben ein paar Punkte mitgenommen. Okay. Ja, der Drache ist im Prinzip unsere letzte Chance, das hier noch irgendwie hinzubiegen. Vielleicht können wir auch hier oben nochmal... Ja, ich glaube, der Drache wird nicht durchkommen, aber wenn der Inkubus durchkommt auf der anderen Seite... Ich setze jetzt hier eben voll auf Risiko. Nein, 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 nein. Oh nein! Das Ding ist gerade eben explodiert. Wenn das eine Sekunde früher explodiert wäre... So ein Shit. Wenn das eine Sekunde früher explodiert wäre... und den letzten Schuss nicht mehr bekommen hätte, dann hätten wir das Spiel tatsächlich drehen können. Ja, aber das habe ich einfach verbockt. Ja, das ist keine gute Episode bislang, was meine Leistung angeht. Nicht, wenn man bedenkt, dass wir hier auf Gold spielen. Die letzte Episode war echt, also die letzte Aufnahme war echt besser. Aber damit muss ich jetzt klarkommen. Das muss ich psychisch überwinden. Dass die sehr viel bessere Episode verloren gegangen ist. Ich hoffe jetzt, dass wir vielleicht im Mannschaftskampf mal ein bisschen ein paar Siege wenigstens holen. Im Einzelkampf habe ich mich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Ich weiß nicht, ob ich es als Entschuldigung anführen kann, dass ich 2 Wochen lang nicht mehr gespielt habe. Bis auf diese gelöschte Episode eben. Wahrscheinlich nicht. Also für diese Leistung ist das keine Entschuldigung. Ja, das hätte so ein triumphaler Sieg werden können in dieser letzten Runde. In diesem letzten Spiel, wenn wir das noch gedreht hätten. Aber dieses, wie heißt das nochmal, dieses Raketensilo oder wie auch immer. Das war halt wirklich, ja, es war knapp. Über die obere Brücke wäre sonst der Inkubus durchgekommen, glaube ich, und da stand auch noch ein Scharfschütze. Wenn er es nicht mit diesem Raketensilo geschafft hätte, das wäre nichts mehr geworden für unsere Gegner. Wenn wir das rechtzeitig wegbekommen hätten, er hätte wahrscheinlich tatsächlich verloren, weil er dann zu viel Mana auch reingesteckt hat in diesen Angriff auf der unteren Brücke. Beziehungsweise auch in die Verteidigung gegen den Drachen. Ja, das ist nicht ganz das Richtige hier. Ja, ich bräuchte eigentlich einen Verteidigungshäcksler. Natürlich habe ich jetzt keinen, wenn ich ihn brauche. Und deswegen wird das jetzt hier ein ganz, ganz vernichtender Angriff. Wenn wir natürlich nicht im richtigen Moment die richtigen Karten haben. Mein Mitspieler hat sie offensichtlich auch nicht. Ich meine, wir haben es jetzt nochmal einigermaßen hingebogen. Aber das da vorne sollten wir natürlich auch irgendwie... Ja, der Lebensraub war verschwendet. Aber gut, wir haben diese Hütten hinbekommen und wir können jetzt nochmal aufholen. Also das Spiel hier ist jetzt mit Sicherheit noch nicht verloren. Nur wegen dieses einen Angriffs. Schade, dass ich jetzt den Verteidigungshäcksler da runtergespielt habe. Aber ich wollte eben meinen Scharfschützen behalten. Jetzt muss ich schauen, dass wir hier diese Typen möglichst schnell wegbekommen. Na, da haben wir einen feindlichen Scharfschützen. Das ist natürlich nicht so toll. Frage ist jetzt, ob der noch da steht. Oder ob der jetzt schon weg ist. Er steht da an der Brücke. Ich spiele jetzt einfach mal die Skratillerie.
und hau ihn damit weg. Ja. Bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Okay, der Koloss, der wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Nee, der kommt nicht durch. Der Koloss kommt nicht durch. Mhm. Ja, da müssen wir jetzt mal den Gegenangriff abwarten. Wir haben jetzt gerade nichts, was wir da wirklich einsetzen könnten, um selbst in die Offensive zu gehen. Okay, da kommt Bara. Interessant. Macht mir jetzt nicht so wahnsinnig viele Sorgen im Moment, ehrlich gesagt, weil ich hier immer noch den Scharfschützen habe. Allerdings, ja, er richtet mehr Schaden an, als gut ist. Viel mehr Schaden. Naja, das war nicht so gut. Das hätten wir schneller erledigen müssen. Wir haben es erledigt immerhin, aber trotzdem, es war jetzt nicht perfekt. GG, wieso GG? Ich weiß nicht so richtig. Na. Hoffentlich erledigt der hier noch die... Na, nee, hat er nicht. Hat längst nicht so viel Schaden angerichtet da unten an dieser Hütte, wie ich gehofft hatte. Ah, das war Quatsch, was ich da gerade eben gemacht habe. Ich hätte irgendwelche Fernkämpfer gebraucht. Ja, komm! Schon wieder wollte das Spiel nicht reagieren, aber jetzt haben wir es dazu gezwungen. Ah, Kettenblitz. Gut, machen wir es so. Diese Drohne werden wir doch irgendwann nochmal wegbekommen, oder? Ja. Ja, richten wir nochmal mit ein paar Skretillerie-Raketen ein bisschen mehr Schaden an und da haben wir es auch schon. Okay. Zumindest im Mannschaftskampf fangen wir mit einem Sieg an. Ich weiß echt nicht, warum mir das immer wieder passiert. Quasi jedes Mal, wenn ich für längere Zeit nicht aufgenommen habe, dass dann die erste Episode erstmal verloren geht. Moment, zurück. Ist das der letzte in dieser Expedition? Also ihr seht schon, ich habe das noch immer nicht wirklich verbunden. Das mit dieser Episode, weil die war echt nicht schlecht so. Da waren spannende Kämpfe dabei. Zwei Niederlagen, damit kann man leben. Es waren zumindest einigermaßen spannende Niederlagen. Ah, wir müssen wohl den hier bekämpfen. Na gut. Na gut, wenn es jetzt in dieser Episode hier auch bei zwei Niederlagen bleiben würde, dann wäre das immer noch okay. Aha, nein, da wollte ich nicht hinspielen. Jetzt hat wieder das Spiel... Also, was ist denn los mit diesem Spiel? Manchmal registriert es Klicks einfach nicht und manchmal registriert es mehr Klicks, als man es tatsächlich macht. Ich hatte da unten nicht hingeklickt. Gut, also den Bosskampf werden wir wohl noch gewinnen. Das wäre wirklich peinlich, wenn wir den verlieren würden. Aber ich glaube kaum, dass mir das passiert. Ja, nee, also das sieht jetzt schon sehr nach einem baldigen Sieg aus. Ja, mit dem Feuerball hat er sich nochmal ein bisschen befreit, unser Gegner. Okay. Das sind jetzt viele, viele Gegner. Okay. Da wollte ich auch nicht hinspielen, Naja gut, wir werden das Spiel hier trotzdem gewinnen, da bin ich mir relativ sicher. Aber das zieht sich jetzt schon wieder länger hin, als es eigentlich nötig ist. Ja, diese Bosskämpfe, die sind ja schon immer reichlich langweilig im Grunde. Muss ich nochmal gegen dieses Ding was unternehmen? Und ich will es jetzt nicht riskieren, dass ich hier tatsächlich noch richtig viel Schaden nehme. Bei meinem eigenen Turm. Ja, so ganz langsam kommen wir dahin, wo wir hinwollen.
Sollen wir die Skretillerie spielen? Ja, spielen wir mal. Schauen wir einfach, dass wir schnell mal ein bisschen Schaden anrichten. Ja, es wird immer noch nicht ganz reichen wahrscheinlich. Wir haben es fast, aber es reicht noch nicht ganz, nee. Ah, so ein Mist. Na gut, wir konnten den Scharfschützen verteidigen, dann wird es jetzt wohl bald mal ein Ende finden. 15 Punkte noch. Ja. Gut. Ja, okay, Claim Reward, machen wir das eben auch noch. Aber eigentlich will ich einfach nur spielen und noch ein paar Siege sammeln, damit die Bilanz in dieser Episode hier besser wird. Ja, gut, damit müssen wir jetzt mal leben, dass wir da nur auf Gold 5 sind im Einzel. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Mannschaftskampf. Wobei ich eigentlich ganz gern noch mal ein bisschen Einzel spielen würde, einfach um zu beweisen, dass ich auch alleine Spiele gewinnen kann. Weil mit einer ausgeglichenen Bilanz, also mit 2 Siegen und 2 Niederlagen hier aus dieser Episode zu gehen, das ist auch nicht so ganz das, was ich will. Ich meine, wer dieses Let's Play bis jetzt, bis zur Episode 66 ist das, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist 66 verfolgt hat, der weiß wahrscheinlich, dass ich nicht ganz der Profi bin. Aber so ein bisschen eine Erwartungshaltung hat man ja dann schon an sich. Nach 66 Episoden. Und wenn man all die Verschwendeten mitzählt, bei denen der Ton nicht funktioniert hat oder so, dann sind es noch sehr viel mehr als 66. Dass man dann auf diesem niedrigen Niveau nur zu einer Siegesquote von 50% kommt, das ist schon ein bisschen deprimierend. Aber vielleicht ist das Niveau auch einfach nicht mehr so niedrig auf Gold. Oder vielleicht ist es gerade nicht so niedrig. Wie gesagt, man ist es auch statt und so weiter, aber irgendwie kommt mir das alles nach einer lahmen Entschuldigung für eine ziemlich schlechte Leistung vor. Also es geht nicht einfach nur um die Niederlagen an sich, sondern auch darum, dass ich sie wirklich... Also dass ich halt wirklich nicht gut gespielt habe bei diesen Spielen, die wir da verloren haben. Das waren eigentlich ganz normale Angriffe, wie man sie häufig zurückschlagen muss. Und mit solchen Angriffen muss man eigentlich zurechtkommen. Also was war das bei der ersten Niederlage? Irgendwie ein Hackeballangriff. Bei dem zweiten Spiel war es das Raketensilo, das, glaube ich, den meisten Schaden an unserem Turm ausgelöst hat. Das sind Dinge, die sollte man irgendwie in den Griff bekommen können. Wenn man schon 66 Episoden aufgenommen hat. Oder gerade die 66. aufnimmt. Und das ist das, was mich noch mehr aufregt, als einfach nur die Niederlagen an sich, wenn da zwar jemand wirklich gut gespielt hätte. Ich meine, da waren ja nicht mal Priesterinnen dabei. Normalerweise sind Priesterinnen mein Albtraum. Das war auch so in der Episode, die ich jetzt gelöscht habe. Diese 2 Niederlagen, die ich da hatte, das war wegen Priesterinnen, die ich nicht wegbekommen habe. Aber in diesen 2 Spielen hier, da waren noch nicht mal Priesterinnen dabei. Also das waren noch nicht mal meine größten Schwächen, die meine Gegner hier ausgenutzt haben, sondern sie haben einfach nur ganz normale Angriffe gemacht und ich konnte sie nicht zurückschlagen. Das ist das, was mich am meisten deprimiert. Aber jetzt schauen wir natürlich erstmal, dass wir dieses Spiel hier gewinnen. Bislang sieht's... wie sieht's aus? Es geht so. Es geht so. Allerdings, dieser Angriff hier, der macht mir jetzt schon Sorgen. Das kann ich nicht leugnen. Na gut, wir machen es mal so. Oh je. Gut, schauen wir jetzt, dass wir Bara wegbekommen. Möglichst schnell. Na komm schon, töte Bara endlich. Oh, das hat viel Schaden gemacht. Viel zu viel Schaden gemacht. Oh je. Ah je. Ja. Gerade in dem Moment, in dem ich mich auf die Partie konzentrieren wollte, haben wir hier mordsmäßig Mist gebaut. Oh nein, da hätte ich den Verteidigungshäcksler runtersetzen sollen, um das hier abzufangen. Habe ich nicht gemacht. Verdammt, 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 verdammt. Okay, unser Mitspieler hat hier noch was gespielt, um hier ein bisschen
Ja, Mist, das passt nicht so richtig. Okay, wir konnten nochmal das Schlimmste aufhalten, aber wirklich nur das Schlimmste. Okay, versuchen wir es mal so. Ja, das Ding bekommen wir weg. Okay. Ah, nein, das wird jetzt nur noch... Ah, Mist. Diese Dinger sind so schon laufig genug, aber wenn sie nochmal... Nochmal auferstehen, das ist wirklich das Schlimmste auf der Welt. Und jetzt wird es nochmal geheilt. Oh, das ist zum Kotzen, diese Dinger. Also nach den Priesterinnen sind das meine... Meine zweitunliebsten Einheiten. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Aber jetzt kriegen wir es weg. Das kann er nicht mehr heilen. Nein, wieso? Ach, schon wieder schaffe ich es nicht, die Karte auszuspielen, die ich ausspielen will. Damit, dass das hier wieder belebt wurde, damit kann ich leben. Ja, das hat sich zumindest nicht bis zu meinem Vernichter fortgepflanzt, dieser Kettenblitz hier. Und wir haben die Brücke gehalten. Jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen den Gegenangriff starten. Ja, ein bisschen Lebenspunkte machen wir hier gut. Ja, das Teil hier. Ich versuche gleich mal ein bisschen Schaden daran anzurichten, aber ich gehe fast davon aus, dass es ja, wahrscheinlich wieder geheilt wird, früher oder später. Das heißt, wir bekommen jetzt hier irgendwie vielleicht mit einem... Oh je, und jetzt ist es auch noch in Stufen aufgestiegen. Und ich habe den Lebensraub nicht... Ja, nee, der Lebensraub hat nicht gewirkt. Hat die falsche Einheit erwischt. Da kommt nochmal eine Heilung ran. Ja, ich habe es jetzt mal betäubt, weil irgendwas müssen wir machen. Naja gut, wir haben den Angriff wegbekommen, aber das war nicht toll. Wir haben viel Schaden genommen. Wir können uns jetzt nicht mehr viel erlauben, leider. Mhm. Naja, unser Gegner versucht jetzt unter allen Umständen dieses Ding hier zu retten. Und durchzubringen, weil das ist natürlich jetzt seine beste Angriffswaffe. Das ist schon klar. Und er wird nochmal geheilt. Verdammt nochmal, hey. Schaffen wir es endlich mal, den zu töten? Ja, wir haben es geschafft, endlich. Ich versuche auch noch die untere Brücke einigermaßen zu verteidigen, hier nicht die Verteidigung zu vernachlässigen. Das wäre jetzt ganz, ganz blöd. Ich glaube, wir haben hier irgendwo einen Scharfschützen. Ah, ich habe es daneben gesetzt, glaube ich. Ja, doch, hat gewirkt. Wir haben den Scharfschützen wegbekommen. Jetzt bekommen wir einen guten Angriff rein und ja, wir haben das nochmal hingebogen. Gut, gut, dass es wenigstens im Mannschaftskampf einigermaßen klappt, auch wenn das jetzt enger war, als ich eigentlich gern gehabt hätte. Aber ich meine, gut, dann haben wir immerhin mal einen spannenden Kampf gehabt. Einer, der nicht klar verloren, aber auch nicht zu klar gewonnen ging. Das ist doch okay. Damit kann ich leben. Will mich auch nicht über alles beschweren. Das war aber erst der zweite Sieg, oder? Im Mannschaftskampf. Ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten nur 4 Einzelkämpfe. Wie gesagt, 2 Siege, 2 Niederlagen. Den einen Sieg, den zähle ich jetzt natürlich nicht dazu, diesen AFK-Sieg. Und dann eben noch den einen Bosskampf und dann diese 2 Mannschaftskämpfe. Ich glaube, das war schon. Also ich spiele jetzt auf jeden Fall noch Mannschaftskampf, bis wir verlieren. Ich glaube, da wurde irgendwas Unsichtbares gespielt, oder? Ah, okay, das war ein Scharfschütze, ein Stixie. Ja, wenn ich jetzt... Und ich habe auch einen eigenen Stixie. Komm schon, schlag noch einmal zu. Nein, schlag noch einmal aufs Dixie zu. Ah, so ein Mist. Schieß endlich mal. Wieso schießt mein Scharfschütze denn nicht? Und es hat aufs Falsche geschossen. Mein Gott, die ganze Zeit war der andere Scharfschütze vor diesem Succubus. Aber in der Sekunde, in der mein Scharfschütze endlich mal schießt, schiebt er sich natürlich... Succubus natürlich in die Schusslinie.
Ach, ist das zum Kotzen hier. Ja, und jetzt dauert es ewig, bis wir den Scharfschützen endlich mal wegbekommen. Und allein dieser Nachteil jetzt schon. Oh Gott, und der Scharfschütze lebt immer noch. Das ist zum Kotzen. Das ist einfach nur zum Kotzen. Das war wirklich nur eine Millisekunde, die da halt, ja, eine Millisekunde ist vielleicht übertrieben. Aber das war wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Moment, der dafür gesorgt hat, dass unser Scharfschütze dann am Ende tot war und der gegnerische Scharfschütze überlebt hat. Und dieser kleine Moment hat uns jetzt einen riesen, riesen Nachteil gebracht. Und auch diesen Vorboten, wir kommen jetzt gerade einfach nicht weg. Er steht hier an der unmöglichen Stelle. Und wir bekommen ihn nicht weg. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich das hier gespielt habe, mein Gott, ich will halt irgendwie, dass der Vorbote die kleinen Einheiten hier angreift. Und nicht irgendwie sonst großartig Schaden anrichtet. Schaffen wir es vielleicht endlich mal, dass der... Ja, endlich. Endlich ist der Vorbote weg. Aber jetzt haben wir da drüben schon wieder einen Scharfschützen. Wir sind total in der Defensive. Und auch das hat nicht richtig funktioniert. Mist, 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 Mist. Oh nein! Und unser Scharfschütze ist schon wieder tot und den haben wir nicht richtig getimed, diesen Angriff hier. Deswegen hat auch das nicht wirklich geklappt. Naja, zumindest den haben wir jetzt mal wegbekommen, aber wir sind wirklich nicht gut drin in diesem Spiel hier. Und auch das Ding da unten, ja, wir können es, glaube ich, mal mit Flugeinheiten versuchen. Das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, das hat ganz gut funktioniert in diesem Fall. Ah, das wird nicht funktionieren. Probieren wir es mal mit einem Lebensraub. Wir können sowieso Leben gebrauchen. Ganz kurz dringend eigentlich sogar. Versuch mal Bara zu betäuben, das wäre schön. Oh nein. Wir haben es wieder nicht geschafft, mit unserem Scharfschützen hier überhaupt den Vorboten mal anzugreifen. Ich meine, unser Scharfschütze lebt noch, aber er wird nicht mehr sehr lange leben. Jetzt haben wir den ersten Vorbotenangriff, also den ersten Angriff auf den Vorboten mal hingekriegt. Jetzt dürfen wir den Vorboten auch langsam schaffen. Das gibt eine Niederlage hier, glaube ich. Also das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn wir dieses Spiel noch drehen könnten. Wir sind hier wirklich, wirklich sehr weit unterlegen. Auch wenn wir jetzt diesen Scharfschützen mal töten konnten, aber da kommt schon wieder der nächste. Und ich habe wieder die Karte nicht erwischt, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Scharfschütze steht. Ja, was soll man da machen? Und wieder die Karte nicht erwischt, verdammt! Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier... Okay. Also ich will zumindest hier zur Ehrenrettung noch möglichst lange durchhalten. Aber wir richten praktisch keinen Schaden bei unserem Gegner an, der ist uns einfach drückend überlegen. Ja. Ah, oh, schon wieder die Karte nicht erwischt. Wieso? Ich muss mir echt angewöhnen, die verdammten Tasten zu benutzen. Weil das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich echt frustrierend. Jetzt haben wir fast... Ja, doch, wir haben beide Scharfschützen erwischt. Das ist gut. Hatten wir endlich mal Glück. Und vielleicht... Vielleicht hat unser Gegner jetzt tatsächlich ein Problem. Na komm schon, wieso... Oh nein, der hat zu viel Schaden bei unserem Drachen angerichtet. Wir schaffen es auf der anderen Seite nicht genug Schaden anzurichten bei seinem Turm. Leider.
Wir brauchen Lebensraub, sonst wird das ja nichts mehr. Wir haben tatsächlich das Spiel noch mal ja nicht gedreht, aber es ist enger, als ich gedacht hätte. Oh nein. Hol den Drachen. Oh nein, ich habe zu spät gespielt. Ich hätte nicht auf meinen Drachen warten sollen, das war blöd. Ich hätte mehr auf die Verteidigung achten müssen. Ja. Wir hätten das fast nochmal gedreht. Das Hackebeil hat unseren Drachen da einmal zu oft angegriffen. Sonst hätte der Drache nochmal durchkommen können und am Turm nochmal ordentlich Schaden anrichten können, beim gegnerischen Turm natürlich. Also ich meine jetzt nicht meinen Drachen jetzt am Ende, sondern den Drachen davor, den mein Mitspieler gespielt hat. Da haben wir ein bisschen zu lange gebraucht, auch weil ich wollte die Drohnen schon viel früher spielen, aber ich klick und klick und klick und das Spiel reagiert nicht. Wobei, also ehrlich gesagt, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich der Grund für die Niederlage war. Wahrscheinlich hätten wir trotzdem verloren. Und vor allem, der Grund für die Niederlage war sowieso, dass wir die ersten 5 Minuten dieser Partie hier die ganze Zeit nur in der eigenen Hälfte waren. Also, das kann ich dem Spiel nicht direkt anlassen. Ja, trotzdem, wir hätten es dann noch drehen können am Schluss. Also ja, die Bilanz in dieser Episode ist leider nicht besonders gut. Spielen wir doch nochmal einen Einzelkampf. Wäre mir schon lieber gewesen, die letzte Episode wäre einfach erhalten geblieben. Mein Gott. Was soll's. Ich meine, ich könnte diese hier auch immer noch löschen, das würde kein Mensch erfahren, aber 2 Episoden wegzuwerfen, also irgendwann muss ich auch mal wieder was anderes tun, als die Episoden aufzunehmen. Nee, also das kann ich mir nicht leisten. Zeitlich. Also bleibt mir nichts anderes als mit der durchwachsenen Leistung dieser Episode zu leben. Und zu hoffen, dass ich mich jetzt ein bisschen konzentriere und hier nicht nochmal Mist baue. Ja, der Scharfschütze wird sterben. Ich habe nichts auf der Hand gehabt, nicht rechtzeitig zumindest, um ihn zu verteidigen. Jetzt habe ich Dinge auf der Hand, aber das kommt halt zu spät. Ja, vielleicht hätte ich den betäuben sollen, den Affen, aber was soll's. Wir sollten die Brücke da drüben wiederholen. Okay, das läuft bislang nicht so wahnsinnig schlecht. Wir machen hier Druck, gerade eben. Können ein bisschen Schaden anrichten. Das sieht soweit okay aus, würde ich mal sagen. Der Angriff wird jetzt nicht mehr sehr lange dauern, aber wir haben ja schon mal 1000 Schadenspunkte angerichtet. Wir haben die Brücken. Ich dachte, der würde jetzt gleich direkt sterben. Aber na gut, dann schippt er eben jetzt. Ah, das ist Mist. Das wird unsere Scharfschützen auch erwischen. Naja, der ist noch nicht mal tot, dieser Typ hier. Das habe ich jetzt ganz mies gemacht. Das war jetzt ganz, ganz mies von mir. Ich habe vergessen, dass Morelia nicht angreifen kann, solange ich dieses Zauberbuch geöffnet habe. Deswegen konnte der hier einfach durchspazieren. Da musste ich klicken, weil sonst hätte der ja einfach meinen Turm angegriffen. Und habe damit meine Skelette zum Untergang verdammt. Ich meine, sie waren vorher auch schon tot, sie sind ja Skelette, aber trotzdem. Naja gut, ich glaube, trotz dieses Fehlers
haben wir diese Partie hier momentan einigermaßen im Griff. So ganz hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht. Ja, da wurde nochmal... Ja, das ist gut. Wir sollten hier schauen, dass wir vielleicht diesen Scharfschützen noch verteidigen können. Das wäre ganz toll. Ja. Konnten wir im Prinzip, aber jetzt der Lebensraub hat ihm den Chaos gemacht. Na gut. Das ist halt so, wenn man gegen Morelia spielt. Mache ich ja umgekehrt auch so. Das ist aber natürlich auch der Schaden, den wir angerichtet haben, teilweise wieder weg. Ja, aber jetzt haben wir dafür noch deutlich mehr Schaden angerichtet. Das ist natürlich gut. Und wir haben wieder beide Brücken. Naja, zumindest kurzzeitig. Ja, wir haben schon einen Erfahrungspunkte Vorsprung. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Wir haben da auch schon wieder... Ich weiß nicht, also heute... Heute geht es ganz besonders oft schief. Also, dass das Klicken nicht registriert wird. Das war auch in der letzten Aufnahme nicht so. Zumindest nicht in der Häufigkeit. Weiß nicht, was da heute los ist. Die Server können um diese Uhrzeit kaum überlastet sein. Jetzt machen wir es einfach mal mit dem Drachen hier, würde ich sagen. Weil das ist fast ein bisschen leichtsinnig ist, ihn jetzt einfach so einzusetzen. Aber auf der anderen Seite, wir haben hier oben den Scharfschützen stehen. Und allein unseren Gegner von dem Scharfschützen abzulenken, könnte schon den Sieg bedeuten. Ich mache jetzt hier mal noch einen Inkubus hin, um diesen Typen möglichst schnell wegzubekommen. Ja, okay. Er war nicht abgelenkt genug, was den Scharfschützen angeht. Ja, Quatsch, das wollte ich... Ja doch, was soll's. Ja, unser Drache kommt nicht wirklich voran. Auf der anderen Seite stirbt er aber auch nicht. Also er hat kaum Lebenspunkte bislang. Ach mein Gott, mein Hals. Entschuldigung, aber... Und auch meine Stimme hat in der letzten Aufnahme besser funktioniert. Aber immerhin, diese Partie haben wir gewonnen. Ah, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Bekomme ich das jetzt noch hin, weiter zu sprechen? Ja. Das sieht ganz okay aus. Wie lange spielen wir eigentlich schon? Mal kurz nachschauen. 57 Minuten, na gut, eine Partie noch. Hoffen wir, dass wir da nochmal gewinnen und dann einen einigermaßen versöhnlichen Abschluss für diese Episode hier finden. Besonders erfolgreich war sie nicht. Ja, schade. Die letzte Episode hätte ich irgendwie guter Start ins neue Jahr nennen können, aber diese hier würde ich wahrscheinlich einfach nur Start ins neue Jahr nennen. Also, ein guter Start ist das nicht. Und kein gutes Vorzeichen für diese Saison, die ja sowieso nur... Oh mein Gott, wieso klingt meine Stimme so furchtbar? Ich hoffe, jetzt habe ich meinen Hals freigekriegt, ja. Also diese Saison geht ja sowieso nur 13 Tage noch. Also schon allein deswegen werden wir wahrscheinlich nicht sehr viel schaffen. Aber mit so einer Leistung natürlich erst recht nicht. Wir sollten schon auch schauen, dass wir dieses Skelett hier irgendwie wegbekommen. Ah, toll, Kettenblitz. Das werden die Armbrustschützen wahrscheinlich nicht überleben, oder? Ich meine, gut, diese Scrats werden auch nicht weit kommen, aber... Ja, ein Schlag. Zwei Schläge sogar haben sie reinbekommen. Ah, Betäubungssolane, okay, das ist blöd. Ja, doch, das kriegen wir einigermaßen hin, aber der Angriff ist nicht schlecht. Also, der macht es nicht schlecht, unser Gegner. Ah, komm schon schneller. Wir müssen hier an dieser Statue möglichst schnell Schaden anrichten. Ich habe gerade eben keine Betäubungssolane da, die diese Statue hier aufhalten könnten. Wir müssen einfach Schaden anrichten. Das ist unsere einzige Option im Moment. Und zugleich müssen wir hier unten diesen Nahkampfangriff... Ja, gerade noch so. Wir haben es gerade noch so geschafft. Die Statue aufzuhalten, bevor sie einmal zuschlägt. Ja, den Inkubus konnten wir leider nicht retten. Aber wir konnten die Brücken erobern. Ja, Kettenblitz. Geht durch fast alles durch. Mist.
Ganz, 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 ganz großer Mist. Immerhin, wir haben kurzzeitig mal die Brücken. Beide. Und jetzt können wir ein bisschen abwarten, was unser Gegner... Nein, ich habe schon wieder die Karte nicht erwischt. Und jetzt hat es zu lange gedauert, bis ich spielen konnte. Und wir haben hier Schaden genommen, völlig unnötig. Wieso nehme ich nicht endlich mal die Tasten? Aber jetzt muss man sich halt auch erstmal antrainieren, die Tasten zu verwenden. Na, das war jetzt keine besonders gute Idee von meinem Mitspieler. Und das war jetzt keine besonders gute Idee von mir wahrscheinlich. Naja, das wird mein Scharfschütze ja nicht überleben. Er hat es auch nicht überlebt. Und die hat ein Schutzschild. Wie lange hält dieser verdammte Schutzschild? Ja, zu lang. Trotzdem, wir bekommen jetzt vielleicht nochmal einen Angriff. Ja, zumindest so ein bisschen. Ein Stück weit einen Angriff hin. Dann kommen so ein bisschen Schaden hin. Naja. Besser als gar nichts. Ja, da kommt wieder der Kettenblitz und macht den Angriff zunichte. Aber wir haben so, schon so ein bisschen was. Ich muss irgendwas spielen, leider. Kann ich jetzt vielleicht mal einfach das Zeug hier ausspielen? Oh nein, es hat wieder zu lange gedauert. Okay, das Ding können wir jetzt betäuben. Ja, ich hoffe, da kommt nicht gleich wieder ein Kettenblitz jetzt hier und meine ganze Verteidigung aushebelt. Sieht aber im Moment nicht so aus. Spielen wir noch einen Vernichter dazu. Hoffentlich kein Kettenblitz, hoffentlich kein Kettenblitz. Ja. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Da unten diese Betäubungsoleine, da können wir jetzt nichts dagegen machen. Und nein, die mit ihrem Schutzschild, verdammt. Ah. Ja, okay, die müssen wir betäuben. Und diesmal betäuben wir ihn rechtzeitig, bevor er zuschlagen kann. Ja. Ja, wir müssen schauen, dass wir die Brücken wieder zurückbekommen. Naja, wir haben die Brücken zurück. Wir haben einen leichten Erfahrungspunkte-Vorteil, das ist ganz gut soweit. Mhm. Wir haben auch einen Lebenspunkte-Vorteil, also... Das ist eigentlich ganz okay. Oh Mist, oh Mist. Jetzt habe ich nichts da, um diesen Typen zu betäuben oder so. Ja gut, wir haben ihn relativ schnell wegbekommen, aber ein bisschen Schaden hat er angerichtet. Und die wieder mit ihrem Schutzschild, diese verdammten Schutzschilde. Na gut, wir haben unseren Gegner auf unter 1000 Lebenspunkten. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir da hinten nachlässig werden. Unser Inkubus richtet nochmal ein bisschen Schaden an, aber nicht wirklich genug. Ja, diesen Terror-Brutus, den müssen wir jetzt halt irgendwie wegbekommen. Das haben wir ja. Wir haben ihn wegbekommen. Das dürfen wir auch schaffen. Sollte jetzt kein Ding der Unmöglichkeit sein. Diesen Typen hier zu vernichten. Jetzt machen wir halt mal den Drachen noch. Mal schauen, wie unser Gegner damit zurechtkommt. Schauen wir, dass wir da oben auch noch den Scharfschützen verteidigen. Wenn es irgendwie möglich ist. Spielen wir da noch einen Inkubus hin. Um diese Fernkämpfer gleich mal aus dem Weg zu räumen. Wir haben jetzt quasi Angriffe über beide Brücken laufen. Okay, der hier ist jetzt erstmal nicht stocken geraten, natürlich durch diese Statue hier, aber die wird nicht sehr lange überleben. Die ist jetzt schon fast tot eigentlich. Ja. Okay. Ja, okay. Jetzt. Das war der Versuch, unseren Drachen zu betäuben. Der ist fehlgeschlagen und wir brauchen den Drachen überhaupt nicht mehr. Wir haben über die obere Brücke gewonnen. Okay, 3 Niederlagen insgesamt in dieser Episode. Hier ist eine mehr als in der letzten Episode. Da hatte ich aber auch noch mehr Spiele, glaube ich, insgesamt. Weil sie ein bisschen kürzer waren, einige davon zumindest. Einige der Siege waren ziemlich überlegen und souverän.
In der letzten Aufnahme, meine ich. Also in der, die ich eben jetzt gelöscht habe. In dieser hier hat es ein bisschen länger gedauert. Die Siege waren zäher. Ich bin natürlich auch ein bisschen höher gewesen jetzt im Rang als in der letzten Episode, aber nicht wahnsinnig viel. Also ich meine, wir sind immer noch auf Gold. Und nicht mal hoch auf Gold, sondern bestenfalls mittelmäßiges Gold. Also, ja, keine überragende Leistung, diese Episode hier. Aber gut, so ist es eben. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem beim nächsten Mal wieder ein. Dann bis zum nächsten Mal, euer Grimdor.